Herzlichen Dank für deine guten Worte und die interessanten Gespräche darüber. Ich würde etwas erzählen über meine Erfahrungen und auch wie ich sehe den alltäglichen, wie es aussieht in den Niederlanden. Und Jan, wenn der nächste kommen kann, oder kann ich selber klicken? Ja, so ist gut. Erstmal noch mal eben kurz vorstellen, dass ihr auch ein Bild habt. Nur jetzt sitze ich hier, aber ich bin nicht da alleine. Dann würde ich etwas über Radfahren im ländlichen Raum in den Niederlanden erzählen, etwas über Radfahren im ländlichen Raum in Deutschland oder zumindest wie ich es sehe. Und dann natürlich das Wichtigste: Wo liegen dann die Chancen eigentlich? Oder liegen die da gar nicht? Da komme ich dann später drauf. Und natürlich ein paar Stichworte. Die nächste, bitte. Ja. Hier nochmal ein paar Bilder. Auch ich bin eigentlich wie Jesper jeden Tag auf dem Rad wohl unterwegs. Ja, so wie gesagt, ich fahre auch gerne Motorrad, aber alles hier in unserem Dorf oder offiziell Stadt, Kranenburg in der Nähe von Kleve, mache ich mit dem Lastenrad, wenn ich die Jungs und mittlerweile auch noch Mädchen dazu wegbringen muss. So die Jungs, die fahren schon selber und die andere. Das Mädchen ist immer mit dabei. Das heißt, unter der Woche wird nur das Lastenrad hier von mir benutzt. Und für die Arbeit bin ich mit das ganze Team, was man da oben sieht, sind wir unterwegs mit allerhande Mobilitätsfragen. Na, Reste habe ich schon gesagt, was da drauf steht, ne, dass ich Vorsitzender bin von der Cycling Embassy. So, dann können wir wieder weiter. Ja, aber was jeder mal denkt, na, Holland, ach, die Niederlande, ist immer gut, alles Radfahren, die fahren dann nur Rad. Ja, wir fahren Rad und auch auf dem Land wird Rad gefahren, aber wir sind wirklich Weltmeister Autofahren. Keiner überlegt sich das, aber wir fahren als kein in ganzen Europa so viel Auto, aber auch Fahrrad. So, wir sind beides. Wir sind schon beides. Und das hat natürlich einen Vorteil, dass jeder Autofahrer auch mal Radfahrer ist. Das heißt auch, dass auch auf dem Land gibt es da viele Radfahrer. Naja, schon weniger als in Stadt, aber gibt da Radfahrer und natürlich viele Autofahrer. Was aber wohl sehr interessant ist, denke ich, wodurch auch Radfahrer im ländlichen Raum noch ziemlich viel unterwegs sind, ist, dass es eine ziemliche, na, nicht überall, aber im Großen und Ganzen ziemlich sichere Sache ist, mit normalerweise 30 km/h als Ausgangsgeschwindigkeit in Örter, in Dörfer, ne, auch klein in Stadtteile, und nur die Hauptstraßen sind 50 oder außerorts 80. Außerorts die normale, sag mal, kleine Straßen, darf man nur 60 fahren. Und das ist natürlich ein interessanter Unterschied. In Holland ist es auch so, dass mit dem E-Bike jetzt eigentlich maximal so bis 15 bis 20 Kilometer mit dem Rad hinterlegt wird. Ja, es gibt natürlich Leute, die ein bisschen mehr fahren, aber sag mal so, dass Leute auch auf dem Land ohne E-Bike, die fahren bis 10, vielleicht mal 15 Kilometer, wenn die zur Schule müssen. Mit dem E-Bike jetzt vielleicht mal zu 20. Und alle eigentlich Distanzen darüber werden hinterlegt mit dem Auto oder ÖPNV, was auch noch wohl vorhanden ist auf unserem ländlichen Raum. Und was natürlich noch dazu kommt, ist Anschlussmobilität. Das sieht man im ländlichen Raum auch immer mehr. Das heißt, mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren zu einer guten Haltestelle, wo schnelle Busse oder Züge fahren und dann weiter. Und dann steht da noch etwas, was bei mir selber wohl gut sichtbar war, aber jetzt eben nicht. Das hat jung anfangen. Das ist nochmal wichtig. Das ist, glaube ich, auch nochmal einen großen Unterschied. In Holland werden die Kinder eigentlich mit 3, 2,5, 3, vielleicht mal 4 auf dem Rad gesetzt. Oder die wollen selber auf dem Rad. Das heißt auch zur Schule fahren. So wie gesagt, niedrige Geschwindigkeiten ist, denke ich, ein wichtiges Thema in den Niederlanden. Alle Straßen, die nicht irgendwie für, sag mal, richtige Durchgangsstrecken benutzt werden müssen, sind Zone 60. Die Geschwindigkeiten sind also theoretisch niedrig. Auch hier gibt es natürlich Straßen, wo wohl 60 angesagt ist, aber wo dann doch schneller gefahren wird. Dann ist aber die Infrastruktur auch nicht gut ausgebaut. Und was auch wichtig ist, ist, dass, und das ist, glaube ich, ein richtigen großen Unterschied, dass in den Niederlanden der Fahrbahn nicht nur entworfen ist für Pkw. Es heißt,
Radfahrer sind genauso wichtig als PKWs und LKWs. Das heißt auch, dass unsere Ingenieure mit irgendeiner anderen Ansätze mit dem Entwurf anfangen. Und dann noch eine sehr wichtige, die auch immer wohl etwas schwieriger ist, aber ist mir aufgefallen in Deutschland, ist, dass wir haben ganz oft attraktive alternative Routen. Man muss nicht an der Hauptstraße entlang, man kann auch über Landwirtschaftswege oder andere kleinere Straßen fahren, damit man auch nicht mit dem Verkehr, mit dem großen Verkehr immer gemischt ist. Nächste, Jan. Ja, aber dass es dann alles so toll ist in den Niederlanden, nö, auch nicht. Wir sehen auch, wie man hier sieht, in schwarzem Strich ist Radfahren in städtischen Gebieten, urbane Gebiete, das nimmt immer zu. Und man sieht auch hier auf dem ländlichen Raum, geht immer ein bisschen weiter runter. Und das ist eine kleine Tendenz, die sich wesentlich ändert. Ja, wohl mit den E-Bikes sieht man so ein bisschen, dass es wieder ein bisschen weiter hoch geht, aber trotzdem, diese Linien laufen so ein klein bisschen in die Ordnung weiter. Nächste, bitte. Was sind dann so die Sachen, die es vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen attraktiver machen oder womit es besser mal klappt vielleicht in den Niederlanden? Ich denke, ein sehr wichtiger, das nenne ich mal Entflechten. Man flechtet Autofahrer und Radfahrer ein bisschen auseinander, wenn es geht natürlich. Das hat nicht nur mit Verkehrssicherheit zu tun, das hat auch zu tun mit so einem Bild, was ich da rechts daneben stehen habe, mit Luftverschmutzung. Wenn man an immer einer Straße, gleich an einer Hauptstraße oder eine große Straße fahren muss, heißt es auch, man kriegt mehr vom Auspuff aus dem Auto ins Gesicht. Das heißt auch, Entflechten hat nicht nur den Vorteil von Sicherheit, aber auch von Gesundheit. Dann ist eine zweite Sache. Verkehrssicherheit ist bei uns auf dem Land auch wichtig. Es ist nicht nur in die Dörfer, es heißt auch außerhalb. So wie gesagt, 60 km/h-Zonen, Geschwindigkeitsbremser sind auf die Straßen da. Und attraktive Routen werden gelegt. Dann ist eigentlich auch noch ein interessanter Unterschied zwischen Alltagsrouten oder utilitären Routen und rekreative Routen. Die gibt es auch beide. Weil auch auf dem Land natürlich kann man schön ein bisschen eine Sonntagmittagsrunde fahren, aber es ist natürlich auch wichtig, dass da auch für normale alltägliche Radfahrerei Routen sind. Und das ist auch auf dem Land vorhanden. Was eigentlich jetzt die letzte, sagen wir 8, 9 Jahre und dann die letzte 2, 3 Jahre wichtig hochkommt, ist die Kombination von Rad und ÖPNV. Das ist, denke ich, etwas, was wichtig ist. Wobei das Rad mitnehmen, das ist wohl hier und da versucht worden, aber eigentlich, zumindest in den Niederlanden, klappt das nicht, weil meistens hoffentlich kommt dein Rad oder deine ÖPNV-Verbindung irgendwie an deine Schule oder der Arbeitsstelle vorbei. Das heißt, du fährst eigentlich mit dem Rad zu ÖPNV-Haltestelle und dann kannst du weiter. So das Rad mitnehmen sehe ich nicht unbedingt. In Holland klappt das auch nicht. Es ist teuer, es ist ein bisschen schwierig von Kapazitäten und so weiter. Und mit dem E-Rad sind natürlich wieder andere Konzepte möglich. Nächste bitte. Ja, wie sieht das dann so ein bisschen aus, Anschlussmobilität? So wie gesagt, es kann sehr schick aussehen, so wie rechts unten. Das ist ein bisschen in den nördlichen Regionen von Holland. Da sind mittlerweile die Busse aus den alle kleinen Dörfern raus. Das heißt, es sind viele schnelle Buslinien, aber die nicht mehr in jeder Dorf kommen. Das heißt, viele müssen auch auf eine attraktive Art und Weise von ihrem kleinen Dorf zu der schnelle Bushaltestelle. Da muss das auch attraktiv sein. Na, das sieht man so. Wenn es aber doch noch ein bisschen kompakter ist im Land oder wenn man sozusagen noch mehrere Buslinien hat, kann es auch ein bisschen kleinzügiger gemacht werden. Das sieht man links oben. Da hat man die Möglichkeit, das Fahrrad normal abzustellen oder in den Kasten da abzustellen. Das heißt, man kann auch mit einem schönes E-Rad immerhin dann auch hinkommen und es dann schön abgeschlossen und trocken hinstellen. Weiter bitte. Ja, und dann hört sich das schön an, so die Sachen, die ich so erzählt habe. Mach mal ein bisschen Anschlussmobilität und vielleicht ein paar Verkehrssicherheitssachen.
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass erstmals vom Land und den Landkreisen und den Kommunen wirklich gute Konzepte geschrieben werden sollen. Groningen, Friesland, ein bisschen vergleichbare Regionen, na, mit Schleswig-Holstein im Norden des Niederlande, die haben wirklich solche Konzepte, solche Planungen geschrieben, wobei nicht nur immer der Auge genommen ist für die Großstädten wie Groningen, wo jeder natürlich auch Rad fährt, aber auch für die kleinen Dörfer im ländlichen Raum. Und da ist eine sehr wichtige Sache, dass es nicht nur geht um Radfahren, es geht eigentlich um soziale Verbindung, es geht um Gesundheit. Es geht um, wie hält man den ländlichen Raum attraktiv. Es geht nicht um, wir brauchen einen Radweg. Es geht darum. Nebenbei auch sehr wichtig ist, dass diese Konzepte nicht aus dem Auge von nur Radverkehrsplanern entwickelt worden sind, aber gerade integral, wirklich integral aufgebaut worden sind. Das heißt, mit Wirtschafter, mit Städtebauer, mit Leute vom Grünamt, und dann kriegt man auch ein anderes Konzept als nur ein Radwegeplan. Weil nur ein Radwegeplan reicht nicht aus, um am Endeffekt mehr Leute aufs Rad zu bekommen. Und dann nochmal interessant, gerade in Deutschland, wo sehr viel mit Förderprogrammen gearbeitet wird, um überhaupt etwas zustande zu bekommen, die Europäische Union, steht rechts unten auf meiner Folie, hat sehr viel Geld zur Verfügung, gerade für den ländlichen Raum, um da auch ein bisschen das Radfahren und die Möglichkeiten zu stimulieren. Letzte Sache hier auf dieser Folie: Ambition muss man haben, finde ich schon. Aber auch auf dem ländlichen Raum bitte realistisch. Es wird da kein 30% Anteil Radfahrer geben. Das wird es einfach nicht geben. So, das heißt auch realistisch. Und ist das dann 7, 8, 9, 11% oder nur 5%, mach es realistisch. Damit ist es auch etwas, was wirklich ausarbeitet. Nächste bitte. Ja, das ist hier interessant, ne? Ich habe mal ein bisschen nochmal recherchiert und dann kam ich eine Holländer, die irgendwie da in Deutschland gewohnt oder wohnt. Und der ist gerne mit dem Fahrrad unterwegs, ne? Mit der Fitch. Und was sagt er dann? Aber in Deutschland ist Radfahren kein Vergnügen, sieht man mit meine Folien. Und dann noch, es gibt 5 Gründe, warum Radfahren in Deutschland keinen Spaß macht. Naja, ist natürlich ein bisschen schlimm gesagt. Es gibt wirklich wohl Stellen, wo es Spaß macht. Aber trotzdem interessant, das zu sehen. Nächste. Weil, was habe ich darüber gefunden, von Aussprachen? Deutschland ist ein Autoland. Ich denke ja. Und ist ein ankommendes Fahrradland oder ist sehr gut damit beschäftigt? Ja, auch. Rücksichtslose Radfahrer, so wird es noch immer gesehen. Sind nicht die Autofahrer, die immer Schuld haben oder die es falsch machen, sind die Radfahrer. Da ist noch etwas mit Mentalität zu tun. Und das Auto ist des Deutschen liebes Kind. Ich glaube, auch das ändert sich schon mittlerweile, aber trotzdem ist das noch irgendwie so in der Mentalität drin, dass es auch sehr schwierig ist, den Radfahrer immer als tolle Mitstraßenbenutzer zu sehen. Kann man das dann ändern? Da hat ihr na wahrscheinlich alle gehofft von mir, dass ich da mit einer sehr großen Ja komme, dass wir das gleich mal alles ändern können. Ich würde eher sagen, ja, weil auf dem Land gehen einfach nicht alle Reisen mit dem Fahrrad. Wenn man weiter muss, dann ist manchmal Auto oder hoffentlich trotzdem auch noch ÖPNV eine gute Alternative. Das Radfahren muss auch passen zu Kultur, Umgebung und Ziel. Ich sehe das hier selber. Ich wohne in der Nähe von Niederlande. Nimwegen, ein richtiger Fahrradstadt. Kranburg liegt wohl in Deutschland, aber nur 10 Kilometer von Nimwegen. Und der Mentalität, die Kultur ist ganz anders. Die Leute schauen mich hier an, ob ich mal ein bisschen bekloppt bin, mit dem Rad rumzufahren. Und ich werde erzählen, wie ich das mache. Und wenn ich mit meinem Lastenrad unterwegs bin, da sind eigentlich alle doch ein bisschen begeistert. Und die sagen, eigentlich ist das ganz toll. Eigentlich möchte ich es mal probieren. Aber das ist eine kulturelle und Mentalitätsumwandlung, die man nicht auf einen Tag macht.
Da liegt, glaube ich, eine sehr schöne Aufgabe für Kommunen, Landkreise und Land. Nicht zu sagen, ihr sollt Radfahren, wohl irgendwie die Begeisterung zu entlocken mit Aktionen, mit Herausforderungen, mit Stimulierungs-, mit Aktionen und so weiter. Da will ich jetzt etwas weiter über erzählen. Nächste bitte. Weil dann kommen wir bei der Chance, bei den Chancen. Es gibt sehr viele Chancen, auch auf dem Land, glaube ich, mehr Rad zu fahren. Und obwohl ich jetzt hier anfange mit einer Aussage über klare Netzwerke, über Infrastruktur, kann ich jetzt schon sagen, mit nur Infrastruktur gibt es am Endeffekt nicht Unmengen mehr Radfahrer. Bestimmt gibt es mehr Radfahrer, aber keine Unmengen. Trotzdem, damit doch mal anzufangen, klare Netzwerke sind am Endeffekt wichtig. Gibt es ein richtiges Netzwerk schon für den ländlichen Regionen in Schleswig-Holstein? Gibt es auch Netzwerke, die nicht irgendwie mal ein bisschen schnell zusammengefügt sind mit Autonetzwerken, weil das einfach praktisch war? Gibt es richtig qualitative Blicke auf ein Netzwerk, die Radnetze an Schulen, an Arbeitszentren, an Einkaufszentren und ÖPNV-Knotenpunkten vorbeifahren? Wenn solche Netzwerke entstehen, dann ist auch die Chance da, dass Leute vielleicht sagen, okay, ich habe einen richtigen Weg und ich kann damit fahren. Ich sehe das gerade hier auch in meiner Gegend Kranhof mal wieder. An der alten Eisenbahnlinie ist jetzt eine Radverbindung gemacht worden, der liegt frei vom Autoverkehr und auf einmal hat sowohl alltags- als rekreatives Radfahren in der Richtung Kleve und auch in der Richtung Niederlande viel zugenommen. So, klare Netzwerke. Hier ist leider wieder etwas weggefallen, ein bisschen so, aber man kann es noch lesen. Um solche Netzwerke zu erstellen, muss man Entscheidungen treffen dürfen. Entscheidungen, die vielleicht nicht immer gut sind fürs Rad, aber meistens wohl. Es solle attraktive Netzwerke geben fürs Rad. Und Autofahrer brauchen nur rechte Fuß mal ein bisschen zu bewegen und sind schon wieder 500 Meter weiter. Das heißt, ein bisschen längere Wege, auch auf dem Land, für Autofahrer ist nicht unbedingt ein Problem. Das sehen die vielleicht als ein Problem, aber im Endeffekt, wenn man mit die spricht, sind sie 2 oder 3 oder 4 Minuten länger unterwegs. Und der Radfahrer hat einen sicheren Weg. So, Entscheidungen treffen, das ist wichtig. Nächste bitte. Ja, dann kommt man natürlich, okay, wir machen ein neues Radnetzwerk, wir basteln ein bisschen an Straßen und dann haben wir ein Netzwerk. Oder soll man richtig anders denken? Nicht eine Straße neu gestalten, aber aus einem anderen Blickwinkel auf Netzwerke, auf die Mobilitätsfrage gucken. Dann kommt man auch zu anderen Lösungen. Zu Lösungen, die es am Endeffekt besser und sicherer fürs Rad machen. Nächste bitte. Zum Beispiel Radschnellwege. Radschnellwegen sind irgendwie interessant. Die ziehen. Und gerade in der suburbane Regionen, suburbane ländliche Regionen, so wo Joachim wohnt, können die einen sehr großen Beitrag liefern an mehr Benutzung von Rad und auch von das Wegnehmen von, sag mal, die viele Staus und so weiter. Ich denke, gute Radschnellwege, links oben sieht man ein Beispiel aus den Niederlanden, rechts unten sieht man, oder links unten sieht man ein schönes Beispiel aus Deutschland. Radschnellwegen können gerade in die Region, wo Länd und Städte so ein bisschen aneinander kommen, eine sehr wichtige Rolle spielen. Nächste bitte. Aber gut, viel gesprochen über Infrastruktur. Infrastruktur reicht nicht. Mit Infrastruktur, das kostet viel Geld. Aber wenn die Mentalität, wenn die Kultur nicht ändert, wenn die Mindset, wenn die Gedanken in den Köpfen sich nicht ändern, dann kommen noch immer wenige Leute aufs Rad. Na, was braucht man dann? Einen schönen, zum Beispiel, Routenplaner, dass die zumindest mal eben gucken, wie kann ich eigentlich sicher oder schön oder schnell oder irgendwie nach einer Stelle fahren. Radinitiative. Es gibt doch Leute,
so wie vom ADFC, aber auch irgendwie in Dörfer, die irgendwie tolle Initiative haben, die muss man eigentlich unterstützen. Und Radtourismus, das kennt man natürlich in Schleswig-Holstein, aber vielleicht kann man das auch noch weiter ausbauen, weil Radtourismus, wenn auch gerade Leute aus anderen Ländern nochmal kommen, erhöht auch ein bisschen den Druck auf den Politikern, um wirklich etwas zu machen aus dem Radfahren. Nächste bitte. Mal ein Beispiel, was hier gut funktioniert hat. Die Region wirklich zeigen an die Inwohner von der Region und den Touristen mit zum Beispiel Produkte aus der Region, mit Traditionen aus der Region, mit Einbeziehung von Gastronomie. Ist jetzt natürlich in dieser Periode alles ein bisschen schwer vorstellbar, ne, weil wir können so gar nicht zum Restaurant jetzt fahren oder so etwas. Aber wenn es wieder normal wird, dann kann die Gastronomie eine wichtige Rolle spielen, ihn auch Leute aufs Rad zu bekommen. Nächste bitte. Und dann glaube ich, für mich ein der wichtigsten Communities. Es ist sehr wichtig, dass nicht nur ADFC und Land und Ministerium sagt, ach, Radfahren, das ist doch alles sehr wichtig. Es soll viel mehr von den Leuten selber kommen. Ich habe hier rechts unten steht die Fahrradrabauken aus Köln. Die haben ganz klasse, sag mal, Community gemacht, wo Leute wirklich etwa hinschauen. Was machen die eigentlich? Wo gibt es dann tolle Sachen? Ey, die Jungs, die machen coole Sachen. Damit wird das Radfahren auch ein bisschen cool, weil es sind nicht nur Leute über 30, die jetzt man auch aufs Rad kriegen muss. Es sind gerade die Jüngeren, die vielleicht mal, sag mal, zwischen 8 und 15 sind, die noch sich entdecken müssen, wie sieht mein Leben aus, wie würde ich später entwickeln. Und wenn die Fahrradrabauken cool sind, dann würden die auch gerne mal so ein Fahrradrabauke werden. Und dann fahren die vielleicht noch ein bisschen Wust mit ihrem Rad rum, aber dann ist das Rad in den Kopf rein und dann wird später auch mal Rad gefahren. Und dass es nicht nur in Deutschland und den Niederlanden solche Initiative gibt, zeigt zum Beispiel Ciclavero, steht da oben links, aus Portugal, unglaubliche Gruppe, hat Unmengen Leuten durch die ganze tolle Zusammenarbeit auf dem Rad bekommen. In Portugal, wo es im Sommer 40 Grad ist. Trotzdem, in dieser Region, sehr gut hat das funktioniert. Weiter bitte. Und natürlich, ja, sicher Radfahren ist auch wichtig. Ist auch wichtig. Natürlich mit einer guten Infrastruktur, die manchmal noch fehlt und wo Verbesserungen möglich sind. Aber auch für Radunterricht zu machen an den Kindern. Von Autofahrern, die umsteigen oder die man mal mitnimmt aufs Rad, dass man aus einem anderen Blickwinkel das sieht. Von Pflegeeinrichtungen, die vielleicht den Eltern unterstützen können beim Wiederradfahren, weil die das früher gemacht haben. Und durch eine Umwandlung im Denken innerorts Radfahrer erst und nicht immer Auto erst. Nächste bitte. Ja, und dann glaube ich noch immer, es ist nicht nur immer die Stadt, Land, wie man es nennen will, die es machen muss. Es sind die neuen Einblicke, die man weiter bringen kann. Es ist die Nutzung der Kraft der Gesellschaft. Und hier rechts habe ich ein Bild genommen von Lea Schape aus Berlin. Sie ist Künstlerradlerin. Die macht einen sehr guten Marketing für Radfahrer. Die bringt das Gefühl mit Radfahren auf einen ganz anderen Weg. Nicht jeder muss jetzt so auf dem Rad rumfahren, aber trotzdem ist das so etwas wichtig. Man kann auch andere Sachen machen. Stammtische Mobilität. Einfach in jedem Dorf, ja, Menschen mögen gerne zusammenkommen. Und wenn ein Thema dran gebunden ist, kommt man weiter. Breitere Aufstellung von Vereinen. Heimatvereine gehen jetzt immer, wie es geht mit den Kultur im Dorf. Da kann man auch mal Vorlesungen machen über Radfahren. Da kann man auch mal begeisterte Radtouristen nochmal ans Sprechen bringen. Wichtig für meine Sache ist, dass nicht nur Behörden, sag mal, da das Spiel spielen mussten, aber dass jeder mitmachen muss und dass man da Botschafter braucht. Ich habe jetzt, so wie gesagt, Lea mal eben hier auf dem Bild genommen, aber es gibt auch mittlerweile, ich kenne die gerade nicht mehr alle, wir haben früher immer gesagt, das ist ein bekannter Deutscher, ne?
sagen wir eben ganz, wir kennen vielleicht nochmal Rudi Carrell, der war bekannt, war ein Holländer, aber viel in Deutschland unterwegs. Mittlerweile ist kein von Fernseher mehr bekannt, aber sind die Vlogger bekannt bei den jungen Leuten. Das heißt, Botschafter, die Radfahren, sag mal Vlogger, die Radfahren, das sind die neuen Botschafter. Damit bekommt man Leute vielleicht auf dem Rad. Da kommen wir zu den paar letzten Slides, glaube ich, jetzt. Nächste bitte. Doch nochmal eben kurz über Finanzierung, weil das alles kostet Geld. Ne? Und natürlich geht es dann auch übliche Budget, Radverkehrsplanung, Mobilitätsplanung, Klimaschutz. Aber es ist interessant, mal weiterzudenken. Zum Beispiel habe ich hier aus dem Region von Marburg einen Präventionsplan gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität. Und aus diesem Plan war es möglich, Sachen fürs Radfahren zu machen. So sieht man, nicht nur Klimaschutz soll eigentlich die Anregung sein, um etwas mit Radfahren zu tun. Benutze auch die anderen finanziellen Quellen, weil damit wird auch der Bereich größer und die Möglichkeiten größer. Nächste bitte. Ja, dann komme ich zu meinen Schlussfolgerungen. Es gibt eine Menge Spieler. Menge Stakeholder. Ne? Und da ist ein davon, sind die Behörden. Die müssen klare Ambitionen haben, aber realistisch. Die müssen auch, wohl ein bisschen arbeiten, ist meiner Blick an die Umsetzbarkeit. Manchmal sind die Prozesse sehr lange, dauern sehr lange. Wie kommt das eigentlich? Kann das nicht schneller? Ich glaube, das geht. Und wie gesagt, Finanzen. Es gibt mehrere Quellen. Dann ist ein weiterer. Das ist Partizipation. Es ist nicht Öffentlichkeitsarbeit in der Sinne, wir machen als Behörde eine schöne Präsentation und damit wissen alle, wie es aussieht mit Radfahren. Es geht wirklich um das Miteinbeziehen von Bürgern, von Interessenverbänden und so weiter bei der Entwicklung von neuen Radnetzen oder neuen Radplänen. Und dann, ich spreche jetzt ganze Zeit über Radfahren, aber die integrale Planung auch mit anderen Ämtern, mit anderen Abteilungen, mit anderen Gruppen, andere Interessengruppen. Die integrale Planung ist wirklich wichtig. Dann glaube ich auch bei euch sehr wichtig, Verkehrssicherheit. Es liegen auch noch sehr schöne Chancen, glaube ich, in Anschlussmobilität. Ich habe in der Region Göttingen, habe ich da mal geschaut, da liegen Chancen. Die Botschafter und last but not least, Infrastruktur ist wichtig. Aber nicht nur. Letzte Seite. Seht ihr nochmal eben, wo ihr euch melden könnt für weitere Fragen. Danke, dass ich das erzählen durfte.